Salve und willkommen zurück zur nächsten Folge. Mombasa Tangyun Priok. Nee. Wir sind weiter dabei, Aufträge zu erfüllen. Kolon. Schaffen wir es bis nach Kolon? Immer noch nicht. Noch Balboa. Okay, schaffen wir gerade so. Alter. Gut, wir sind. Dabei. Ambar Limani. Okay. Ach, schaffen wir wieder nicht beide. Oh, 15 Millionen. 8 Millionen Erz. Ja, machen wir. Also, wir brauchen immer noch. Die. Firmenverträge und ein Post-Panamax. Rest haben wir. Okay, wir gucken mal. Havanna Jeddah. 12 Monate. Quebec Durban. Okay, der ist relativ simpel. Pass auf, den machen wir jetzt. Haben wir 12 Monate. Quebec Durban. Ja. Okay. So, jetzt muss ich meine Schiffe dann gleich mal sortieren. So, irgendein Schiff ist wieder fertig repariert worden. So, du sollst nur auftanken. Und immer noch weiter Richtung Nuuk fahren. Oh, okay, das ist auch fertig. Evelina. Gut, dann gehst du nach Quebec, ne? Genau, Richtung Quebec. Stufe 1, ja. Quebec ist da oben. Ja, machen wir Kolonnen, ist gut. Ist das Schiff eigentlich voll verbessert? Ja. Dann nach Kolonnen mit Vollspeed. So, 5 Verträge, 5 Verträge. Sind irgendwelche Schiffe? Alter, das Ding steht wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten in Busan fertig. Wusste ich überhaupt gar nicht mehr. Mombasa. Was hat mir jetzt noch gefehlt? Naja, alles gut. Bangkok, Mombasa, sind wir auf dem Weg? Bangkok und Vladivostok fehlen noch, gut. War echt nichts für Bangkok? Nee. Metro Vancouver. Pass mal auf, du legst einfach ohne Aufträge bitte mal nach Hongkong ab. Aus Busan muss ich, glaube ich, auch noch manuell ablegen. 3,6 Millionen Einwohner, also wie Berlin ungefähr. Krass. Ja, ich will in Hongkong jetzt auch diese Nebenmission da erledigen. Also die 50 Millionen aus Hongkong quasi verschiffen. Gibt zwar kein Zeitlimit dafür, aber will gucken, wie die Geschichte an sich weitergeht. Und was uns da für weitere Optionen dann zur Verfügung stehen. Da können wir eigentlich fast schon geradeaus donnern. Okay, ablegen ist genauso simpel wie anlegen. Gut, wobei beim Anlegen hatte ich halt echt viel Glück, dass ich es mal wirklich perfekt hinbekommen habe. Das ist ja nicht immer so bei mir. Straight ahead. Und dann war's dead. Und wir können auch ein Häkchen hinter Busan machen. New York. Stufe 3. Okay, also mit dem können wir auch frei verfügen. Durban, Shanghai. Nach Lima für 11 Millionen. Machen wir. Schlepper. Sind auch alle unterwegs. Okay. Metro Vancouver. Stufe 3. Am liebsten nach Busan. Nee, nach Bangkok war's. Am liebsten
wäre es mir nach Hongkong. Shanghai. Legt in Mombasa an, das machen wir gleich selbst, aber wir machen erstmal Hongkong. Ah, Vladivostok, super. Ganz toller Auftrag. Ganz, ganz toller Auftrag. Mombasa, manuell. Habe ich alle Häfen der Welt schon mal angefahren? Mich wundert es nämlich, dass ich keine Errungenschaften kriege und uns fehlen nur noch zwei Häfen. Müsste ich mir vielleicht mal die Aufträge, die Errungenschaften angucken. So, da links müssen wir hin. Okay, 98%. Frieda ist gut. Oh, ich mache drei Kreuze, wenn ich Vladivostok dann auch erledigt habe und ich nie wieder anlegen muss. Sondern alles immer automatisch mit dem Schlepper mache. Ich mache das tatsächlich nur, um euch mal alle Häfen zu zeigen und um mir die Errungenschaft vielleicht zu bringen. Wo auch immer die ist, die Errungenschaft, sie versteckt sich. Reicht das? Das reicht, oder? Komm. Jetzt aber. Warum mache ich das eigentlich so rum? Jetzt aber, komm. Danke. Oh, die fragwürdige Fracht. Nach was? Tangyong Priok? Manuell 915.000 Einwohner. Und wir können nicht raus, weil wir müssen rückwärts raus. Nicht zu viel, nicht zu viel. Jetzt können wir schon mehr und jetzt können wir auch voll einschlagen. So. Einmal drehen. Und jetzt können wir schon Gas geben. Vorletzter Hafencheck. Nicht zu viel. Ich habe keine Lust auf Grund zu laufen. Müsste aber hoffentlich passen. Nee, ich weiß ja nicht, wie tief das Schiff ist. Ah, das reicht gerade so. Alles klar. Gut. Mombasa, Häkchen. Oh Gott, jetzt nur noch Vladivostok. Holy cannoli. Der Welttourist ist dann beendet. Super. Super! Das wollte ich mit der Hanna Maria machen. Die wollte, sollte nach Quebec, ne? Okay, das ist einfach gar kein Auftrag für Quebec. Ah, dann fährst du einfach so hin. Vollspeed, los. Ah, Vladivostok. Meine Damen und Herren, der letzte Hafen. Der letzte Hafen des Spiels. Also, in dieser Partie. Ist dahinter Eis? Nee, okay. Erinnert mich so ein bisschen an Lissabon, glaube ich, war das. Der Hafen war auch so ähnlich. Schöne Reklamewerbung.
weiß gar nicht, ob das wirklich echt ist. Also ob die Häfen wirklich 1:1 so aussehen. Ich bin jetzt nicht so der Hafentyp. Also zumindest keine modernen. Oh, bitte nimm's an. Bitte, danke. Okay, ich weiß nicht, ob ich keine Errungenschaft dafür kriege. Na egal. Du fährst bitte dann frachtlos zurück nach Hongkong. Was ist das? Hongkong. Spitzfällig. Ja. Manuel, letzte Mal, dass wir selber ein Schiff steuern werden in diesem Spiel. Der Rest ist nur noch... Oh, ich bin auch noch rückwärts raus. Der Rest ist nur noch schmückendes Beiwerk. Nicht zu viel. Don't do the shit. Okay, das war zu viel. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier rumkomme. Ein bisschen Speed rausnehmen. Doch, schaffe ich. Super. Ah, die Schiffe sind wirklich echt gut. Diese Wendedinger. Stufe 2, 3, die sind wirklich hervorragend. So, hier habe ich sogar schon mal abgelegt. Ja, wird zwar kein neuer Rekord. Ich glaube, beim anderen Mal war ich anscheinend richtig rum. Von der Fahrtrichtung, musste nicht erst wenden. Anders erkläre ich mir jetzt den Zeitunterschied nicht. Oh. We got it, meine Damen und Herren. We got it. Alle Häfen der Welt. Oder? Ich guck nochmal ganz kurz. Aber ich sehe überall nur weiße Gelb. Nein! Ach, mir fehlt ja noch Bangkok. Nein! Ah, ich habe Bangkok vergessen. Okay, wir haben es doch noch nicht geschafft. Sorry. Du. Wer bist du denn? Ich will nach Bangkok. Port Said für 10 Millionen. Agrargüter. Fahren wir kurz mal rüber. Kurz und schnell Ding. Bolon, ja. So, keine Strafe. Alter, 800.000 Schlepperkosten. What? So, Valencia, Holz für 5 Mille. Nehmen wir. Oder Felixstowe und Rotterdam. Pass auf, wir machen die beiden Sachen. Noch besser. Preise sind billig. Sind wir mal wieder in Nordeuropa unterwegs. Kolon. Du bist der, der immer noch nach Nuuk muss. Ja, volltanken. Weiter geht die Reise. Oh, wir kommen sogar bis Nuuk. Sehr schön, wir haben es geschafft. Hongkong. Nach Manila. Oh. Ich brauche halt jetzt große Aufträge, die Geld bringen. Ach, Salala Elektronik. Ah, komm, machen wir das. Vollspeed. Preise sind. Ne, sind in Salala auf jeden Fall besser. Tung Jong Wang. Hast du was für Bangkok? Immer noch nicht. Busan, 6 Tage. Ja, gehen wir Auckland. 6 Mille. Alter, Waffen für Hamburg. Ne, Auckland. Oh, Preis geht zwar, aber ist, glaube ich, in Auckland billiger. So, Shanghai. Chemicals. Ach, wieder nichts für Dings. Jo, dann fährst du bitte leer nach Hongkong. Wir sind endlich in Quebec. Da machen wir jetzt den Firmenauftrag. Und zwar müssen wir Chemikalien. Sind das Chemikalien? Ich glaube, nach Durban liefern. Was ich mit den Schiffen eigentlich gar nicht machen darf, aber. Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter, heißt, glaube ich, so ein blöder Spruch. Komme ich überhaupt nach Durban? Komme nicht mal ansatzweise nach Durban.
nach Dakar komme ich gerade mal. So, Hongkong. Nach Fremantle. Ah, ich kann nur eine Sache mitnehmen. Ja. Gut, dann nehmen wir Waffen nach Fremantle. Spritpreise müssen in Australien wieder billiger sein. So, Kolon. Klasse, 67.000 aber plus gemacht. Wo haben wir die Mani? Was ist denn hier los? 24 Tage. Quebec 2,6 Millionen. Und Reykjavik machen wir beide. Dann geht's erst nach Quebec. Weiterfahren, wir sind kurz vom Ziel. So, ich hoffe, dass es jetzt aufgehört hat zu brennen. Okay, Feuer ist überstanden. Nach Rotterdam, sehr schön, nehmen wir gleich mit. Ich weiß nicht, warum hier Postpaketaufträge sind. Aber kurz nach Rotterdam rüber geschifft. Salala. Ach, es ist wieder nichts für Dings dabei. Das gibt's doch gar nicht. Luxusgüter St. Petersburg. 6 Mille, aber wieder fragwürdig. Ja, komm, dann nehmen wir Erz nach Busan. So, alle Schiffe sind unterwegs. Rotterdam. 9,3 Millionen. St. Petersburg, sehr schön. Kurze Strecke, viel Gewinn. Ach, wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Super. 5,6 Millionen. Nächster Firmenvertrag. Havanna Lima. Der ist auch simpel. Auckland Reykjavik, das wäre auch nochmal so ein Ding. Buenos Aires Honolulu. Wir machen den. Weil das können wir mit dem Schiff nämlich auch erledigen. Dann müssen wir nur irgendwie nach Buenos Aires kommen. Okay, 25. So, mit dem also noch Buenos Aires. Merken. Ich muss immer noch nach Bangkok. Es gibt keinen Bangkok-Auftrag. Warum nicht? Das ist doch scheiße. Okay, 6 Millionen. Ach, endlich Bangkok. We got it, meine Damen und Herren. Letzte Hafenanfahrt. Jetzt aber wirklich. Ach ja, stimmt. Du musst ja einfach nur auftanken. Und es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Jetzt reicht's. 18 Tage. Schleppst dich hier von einem Ort zum nächsten. Sehr gut, ohne Zoll. Nach Colombo, sehr gut. Alter, ist aber auch ein Ritt jetzt nach Colombo. 14 Tage. Krass. Okay, du musst nach Buenos Aires. Okay, weiter geht's nach Colón. Ah, wir nennen uns Buenos Aires immer näher. Singapur. 185 Millionen. Wir kaufen uns jetzt übrigens auch gleich das nächste Schiff. Okay, Hongkong, super. Preis, naja. So. Okay. Wieder voll tanken. Ach, endlich, wir kommen nach Durban. So, stopp, meine Damen und Herren.
Wir kaufen das nächste Post-Panamax-Schiff. Ah, die sind fast alle gleich. Okay, das ist super schnell, kann aber weniger transportieren, ist mir aber egal. 70% ist mir auch egal. Jay Keen, alles klar. Das wird erstmal. Da ist es. Erstmal repariert. Verbessert. Brandschutzsystem. Ja, Stufe 1 ist okay. Wir machen wieder Kühlsystem. So, erledigt der Fall. Wir brauchen jetzt nur noch die Firmenaufträge. Da sind wir ja gerade dabei. Stufe 1, sehr gut. In Quebec. Genau da wollte ich hin, weil wir müssen... Ah, ich muss nach Reykjavik. Okay, machen wir erstmal kurz Reykjavik. Dann kommen wir wieder zurück, weil der unterstützt mal bei dem Firmenauftrag. Hätte ich wieder verplant, dass ich mir einen zweiten Auftrag genommen habe. So, du legst an in... Schalala. Ja, jetzt geht es tatsächlich nur noch um Geld machen. Oh, Lagos, sehr schön. Zwei richtig geile Aufträge. Preise sind okay, was brauche ich noch? 4300, schaffe ich gar nicht. Oh. Dann machen wir Zwischenhalt in Durban. Wie viel brauche ich denn hier eigentlich noch? Noch 16 Millionen. Jeddah, wo... Ah, kann noch einen nehmen. L.A.? Kann ich auch nur einnehmen. Schade. 5 Millionen für Cajun Ports, was gleich um die Ecke ist. Cool. So, du bist immer noch auf dem Weg nach Buenos Aires. Okay, dann gibt es jetzt die Leerfahrt nach Buenos Aires. Vielleicht gerade so. Sehr gut, ohne Zoll. Busan. Ich würde halt wirklich gerne wieder zurück nach Dings. Nach Hongkong. Ach, Bangkok. So, jetzt. Das letzte Manöver. Bangkok, meine Damen und Herren. Bumibol Bridge. Is the highlight of this town. Tatsächlich um die Brücke rum. Ist das Skistufe 1? Ja, Tourist, da haben wir es gerade gesehen. Tourist in Asien. Alles habe ich von Asien jetzt gesehen. Also alle Sehenswürdigkeiten. Und meiner Meinung nach halt auch von der Welt. Aber ich weiß nicht, ob es für die Welt auch eine eigene Errungenschaft gibt. Oder ob es das nur auf Kontinente beschränkt ist. Ich war anscheinend noch nie in Bangkok. Oder muss das in einem... Oh, fuck. Alter, war das knapp. Hätten wir fast unser Schiff richtig zerrammelt. So, bitte anhalten. Das müsste eigentlich reichen. Oh, bitte stopp, 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 stopp. Warum geht's denn jetzt schon wieder nicht? Alter Schwede. So, Hongkong, sehr gut. Bringt nicht viel Geld, aber ich muss das Dings machen. So, ich mache jetzt auch schon. Ablegen ist egal. Sehr schön. Tourist, Afrika, check. Okay, du reparierst dich bitte erstmal. Mit 62% will ich dich hier nicht mehr haben. Du bist eigentlich nur auf der Durchreise? Ah, sehr gut. Das war die erste Fuhre nach Dings. Dann machen wir uns irgendwie wieder zurück nach Quebec. Oh, das reicht wieder nicht. Ja, dann schleppen wir uns langsam nach Quebec zurück. So, Colombo. Alter, Valencia, sehr geil. Schöner Aufträger. Vollspeed Valencia, check. Du bist in Hongkong. Anchorage. Sehr schön. 12 Miller. Weiß nicht, ob wir das erreichen. Schweine.
Abenteuer. So. Und Reykjavik, du bist da auch wieder zurück nach Quebec. Okay, dann fährst du leer. Warst du auf Vollspeed? Ja, okay. So, irgendjemand wurde repariert in Sydney? Ah, okay, in 11 Tagen bereit. Du warst, glaube ich, nur zum Tanken hier, ne? Ja. Lagos. Okay, Investorenanteile werden bald wieder fällig. Valencia. So, dich wollte ich eigentlich reparieren. Okay, machen wir in St. Petersburg. Machen wir nochmal eine Fuhre nach St. Petersburg. Da ist der Sprit eh relativ günstig. In Buenos Aires. Genau, du machst bitte den Firmenauftrag. Und zwar nach Honolulu. 1070. Oh, ich hoffe, ich schaffe das. 1070 nach Honolulu. Ja, super. 1174. Super. So, einmal volltanken. Honolulu. Schaff ich entspannt in 34 Tagen. Sehr gut. Auftrag erledigt. Dann machen wir Feierabend. Sehen uns nächste Folge wieder. Dann haben wir den nächsten Firmenauftrag definitiv. Ich hoffe, dass wir den hier nach Durban auch schaffen. Und dann fehlen es, glaube ich, noch zwei. Aber die werden wir jetzt nach und nach hoffentlich auch hinkriegen. Bis dahin, herzlichen Dank. Adieu, adios und tschüss.